Guten Morgen, ich begrüße alle herzlich zu diesen zwei letzten Vorträgen in der Serie Der Countdown läuft. Mit dem Untertitel Russland in der biblischen Prophetie. Das Thema ist umso aktueller im Moment, weil dieser schreckliche, brutale Krieg in der Ukraine stattfindet. Und ein kleiner Junge hatte in dem Zusammenhang seine Mutter gefragt, hat dieser Mann, er meinte Präsident Putin, nicht genügend Land? Nun, Russland ist das größte Land der Welt. Ein Achtel der gesamten Landmasse der Erde gehört zu Russland. Das sind 17.125.191 Quadratkilometer. Und das Land erstreckt sich über 11 Zeitzonen. 16 Länder grenzen an. Kein anderes Land hat so viele Nachbarn wie Russland. Und es gibt über 145 Millionen Bewohner. Und da fragt man eben als kleiner Junge, hat er nicht genügend Land? Also es muss ein anderer Grund sein für das, was im Moment stattfindet. Und es ist so, dass die Bibel eben über Russland spricht, schon im Alten Testament, also vor weit über 2000 Jahren. Und wir lesen dazu aus Hesekiel 38, zunächst einmal die Verse 1 bis 9. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog vom Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich: So spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, und ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen, und ich werde dich herausführen und dein ganzes Heer, Pferde und Reiter, allesamt prächtig gekleidet, eine große Schar mit Schild und Tatsche, die Schwerter führen allesamt, Perser, Kuschiter, Put mit ihnen, allesamt mit Schild und Helm, Gomer und alle seine Scharen, das Haus Togarma im äußersten Norden und alle seine Scharen, viele Völker mit dir. Rüste dich und mach dich bereit. Du und alle deine Scharen, die sich zu dir versammelt haben, und sei ihr Anführer. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern. Und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Und du sollst heraufziehen wie ein Sturm herankommen, sollst wie eine Wolke sein, um das Land zu bedecken, du und alle deine Scharen und viele Völker mit dir. Hier spricht Hesekiel über einen Angriff aus dem äußersten Norden gegen Israel. Auf welche Zeit bezieht sich diese Prophetie aus Hesekiel 38, 39? Nun, wir können das ganz genau sagen. Es bezieht sich auf die Endzeit. Und zwar schauen wir mal in, ich greife damit vor, Kapitel 38, Vers 16. Und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke, und das Land, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich heranbringen werde gegen mein Land, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilige.
am Ende der Tage. Das ist ein Ausdruck in der Bibel, um die Endzeit zu bezeichnen. Und das wird auch mit einem anderen Ausdruck gesagt, schon in Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre. Es gibt viele verschiedene Ausdrücke für Endzeit in der Bibel. Und das sind quasi Synonyme. In 2. Timotheus 3 heißt es in den letzten Tagen. In 1. Johannes 2, Vers 18 wird gesprochen von der letzten Stunde. Und in Daniel 9 haben wir den Ausdruck am Ende, Daniel 8, am Ende der Zeit. Und hier eben am Ende der Tage oder am Ende der Jahre. Alle diese Ausdrücke von der Endzeit meinen nicht das Ende der Welt, sondern das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen des Messias und einem zweiten Kommen. Das erste Mal kam Jesus Christus als der leidende Messias vor 2000 Jahren. Und dann sollte eine lange Zwischenzeit stattfinden. Hosea 3 spricht von vielen Tagen. Und dann am Ende dieser langen Zwischenzeit soll der Messias ein zweites Mal kommen als König in Macht und Herrlichkeit. Und so ist also klar, die Endzeit ist nicht die Zeit des Endes der Welt, sondern das Ende dieser langen Zwischenzeit. Und Hesekiel besteht aus drei Teilen. Kapitel 1 bis 24, da geht es um den Untergang Jerusalems und des Tempels in der Zeit von Hesekiel. Da geht es um die Wegführung der Juden nach Babylon. Dann kommt ein Zwischenteil, das sind die Kapitel 25 bis 32, da gibt es eine Prophetie gegen sieben heidnische Nationen und Städte. Und dann kommt der dritte Teil, der sich eigentlich spiegelt mit dem ersten Teil, das sind die Kapitel 33 bis 48, da geht es eben nicht um den Untergang Jerusalems und des Tempels, wie im ersten Teil, sondern um die endzeitliche Wiederherstellung Jerusalems und des Tempels. Und Hesekiel 33, 34, 35, 36, 37 zeigt, wie diese endzeitliche Wiederherstellung des jüdischen Volkes geschehen wird in Etappen. Verschiedene Phasen, bis es zur völligen Wiederherstellung kommt, wenn der Messias als König in Frieden und Gerechtigkeit über diese Erde regiert. Und in Kapitel 36, Vers 24, wird uns eben gesagt, in dieser Zeit der prozessartigen Wiederherstellung des jüdischen Volkes, da wird das jüdische Volk heimkehren aus aller Welt. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln, aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Also, nicht eine Rückführung aus Babylon, sondern eine Rückführung aus allen Nationen der Welt. Und das ist natürlich sehr interessant, weil wir genau in dieser Zeit leben. Nach so lange Zerstreuung des jüdischen Volkes unter alle Völker ab dem Jahr 70 nach Christus begann 1882 das jüdische Schicksal sich zu wenden. Es kam zu ersten großen Einwanderungswellen von Juden wieder heim ins Land der Vorfahren. Und damals übrigens hauptsächlich aus Russland. Und dann kam die zweite Alija, die dritte, die vierte und so weiter. Bis heute sind 3 Millionen Juden aus allen Kontinenten, aus etwa 130 Ländern, heimgekehrt ins Land. Aber Hesekiel 36 macht klar, Gott wird sein Volk in der Endzeit heimführen, sagt der Prophet, und zwar in unreinem Zustand. Nicht im Reinen mit Gott, als Nation. Und erst im Land, in einer letzten Phase, wird es dann auch zu einer geistlichen Wiederherstellung kommen.
Und so sind wir genau in dieser Phase. Das jüdische Volk kehrt heim, aber die geistliche Wiederherstellung der Nation hat noch nicht stattgefunden. Das ist noch zukünftig. Aber wir stehen in diesem Prozess. Und nun, dieser Angriff in Ezekiel 38, der in der Endzeit geschehen soll, also in der Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt, wird hier umschrieben, 38,8. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist. Das Land Israel wurde von den Römern vollkommen verwüstet. Die haben nicht nur einfach das jüdische Volk im Krieg brutal abgeschlachtet, allein in der Schlacht um Jerusalem im Jahr 70 sind mehr als 1 Million umgekommen. Sondern die haben auch das Land ökologisch verwüstet und auch ganz bewusst Bäume abgeschlagen, um das Land kaputt zu machen. Also eine Politik der verbrannten Erde, sodass eben auch weitere Generationen nicht genügend zu essen haben würden und so weiter. Aber da steht in der Endzeit, wenn dieser Angriff kommt gegen Israel aus dem Norden, da wird das Land vom Schwert wiederhergestellt sein. Und tatsächlich ab 1882, die Juden sind heimgekehrt, da haben sie begonnen, Bäume zu pflanzen und weit, weit über 100 Millionen Bäume wurden gepflanzt und das Land wird aufgebaut mit einer modernen Landwirtschaft, vom Schwert wiederhergestellt. Und dann heißt es, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Ja, weltweit, aus allen 5 Kontinenten. Auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Wenn man eine Karte von Israel studiert, sieht man, da gibt es eine große Bergkette von Süden nach Norden oder von Norden nach Süden, wie man will. Und die Hauptsache der Berge Israels befindet sich in dem sogenannten besetzten Westjordanland, das ja erst im Sechstagekrieg von Israel erobert wurde. Und dann begann man, Siedlungen zu bauen auf den Bergen Israels. Und hier wird gesagt, also wenn dieser Angriff stattfindet, dann werden sie aus vielen Völkern gesammelt sein auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Und dann heißt es nochmals, und es ist herausgeführt aus den Völkern. Wir leben also in dieser Zeit, in dieser Epoche. Darum ist das so interessant für uns. Und wer ist nun dieses Volk, diese Macht, die Israel angreifen wird nach Ezekiel 38, 39? Nun, es wird klar gesagt, in Vers 6. Gomer und alle seine Scharen, das Haus Togarma im äußersten Norden. Also im äußersten Norden. Und auch Vers 15. Und du wirst von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden her. Nun schauen wir uns mal die Weltkarte an. Es ist so, die Himmelsrichtungen müssen in der Bibel immer in Verbindung mit dem Volk Israel gesehen werden. Denn in diesem selben Propheten Hesekiel, Kapitel 5,5, sagt Gott, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nation gesetzt und Völker um es her. Also, das Land Israel, das übrigens der Knotenpunkt der 3 Kontinente ist, Europa, Asien und Afrika. Das Land weist eine einzigartige Position auf. Hesekiel 5,5 ist wirklich wörtlich zu nehmen. Und jetzt muss man die Himmelsrichtungen von Israel aus sehen. Und wenn es da heißt, aus dem äußersten Norden, ja, gehen wir mal hoch von Israel in den äußersten Norden. Das letzte Land, das wir erreichen, ist Russland. Das wird also schon eigentlich reichen, um diese Macht zu identifizieren. Nicht einfach aus dem Norden, sondern aus dem äußersten Norden.
Norden wäre zum Beispiel Syrien. Und Syrien wird ja genannt in Daniel 11, Vers 40 zum Beispiel, der König des Nordens, der auch Israel in der Endzeit angreifen wird. Aber der König des Nordens ist nicht der König des äußersten Nordens. Das muss man ganz klar unterscheiden, sonst hat man ein Chaos in der Prophetie. Und ich habe ja diese Tage auch erklärt und schon gesprochen über diesen Angriff des Königs des Nordens in der Zukunft. Der wird den letzten Weltkrieg auslösen. Und zwar zu Beginn der letzten 3,5 Jahre, bevor der Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird, wird der König des Nordens Israel überrennen, wie das zum Beispiel Joel 2 beschreibt. Oder Daniel 40, 11, Vers 40 bis 45. Und da ist zu sagen, in Daniel kommt der Begriff König des Nordens auch in der erfüllten Prophetie vor. Daniel 11, 1 bis 35 ist alles schon längst erfüllt. Und der Ausdruck König des Nordens war immer Syrien. In diesen Versen haben sich über 150 Prophezeiungen erfüllt. Kann man alle einzeln ausgezählt. Und kann man alles in der Geschichte nachweisen, wie sich das erfüllt hat. Und der König des Nordens war immer Syrien, aber Großsyrien. Das heißt, Syrien, Libanon, über Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, Iran, Irak. Das ist der König des Nordens. Aber hier in Hesekiel 38 geht es eben um einen Angriff aus dem äußersten Norden. Und auch in Jeremia wird über dieses Land im äußersten Norden gesprochen. Ich schlage auf Jeremia 31, 8. Siehe, ich bringe sie, es geht um das Volk Israel, das in der Endzeit eine Wiederherstellung erfahren soll. Das ist das Thema hier in Jeremia 31. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens und sammle sie vom äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie. Und unter Flehen leite ich sie. Und so weiter. Da wird gesprochen über eine Heimkehr aus dem äußersten Norden. Und interessant, die erste Aliyah, da kamen Tausende von Juden aus Russland. Und dann die zweite Aliyah, auch wieder hauptsächlich aus Russland. Und ich habe bereits gesagt, 3 Millionen sind heimgekehrt ab 1882 bis heute. Aber etwa 1 Million aus Russland, beziehungsweise aus der ehemaligen Sowjetunion, beziehungsweise aus den GUS-Ländern. Und hier steht, sie kommen in großer Versammlung. Und das ist genau so geschehen. Nicht nur einfach ein paar Tausend, sondern 1 Million. Und was hier steht in Jeremia, geschrieben um 600 vor Christus, war in früheren Zeiten völlig undenkbar. Wie kann man quasi über Tausende von Kilometern je in Massen heimkehren? Das war undenkbar. Erst mit den modernen Transportmöglichkeiten wurde das überhaupt machbar. In früheren Jahrhunderten hat zum Beispiel eine Gruppe von 500 Juden versucht, wieder heimzukehren ins Land der Väter. Und die meisten oder ganz viele sind unterwegs gestorben. Das war früher gar nicht denkbar. Aber hier steht nicht nur, das wird dann so geschehen, sondern sogar unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere, Gebärende. Wie soll das sein? Ja, da mussten die modernen Transportmöglichkeiten bis hin zu Flugzeugen mussten möglich werden. Wie es in Jesaja heißt, dass sie heimkehren werden wie Tauben zu ihren Schlägen, wie Wolken, die geflogen kommen. Ja, sogar über den Luftweg. Ja, und
Ja, wie sollten sonst Schwangere und Gebärende heimkehren? Das ist alles geschehen aus dem Land im äußersten Norden. Und ich möchte dazu noch lesen Jeremia 16, Vers 15. Auch eine grandiose Prophetie über Russland. Ich lese ab Vers 14 schon. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da nicht mehr gesagt werden wird. So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Also hier wird erklärt, in früheren Zeiten hatte man, wenn man schwören musste bei Gott, hat man gesagt, ich schwöre bei dem Gott, der das Wunder gemacht hat am Anfang der Geschichte Israels, dass Israel als Sklavenvolk aus Ägypten auszog, um dann ins verheißene Land heimzukehren. Aber in der Endzeit wird man anders schwören, sagt die Stelle, nämlich bei einem Ereignis, das den Exodus aus Ägypten in der Bedeutung noch überhöht. So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land des Nordens, aus Russland, bringt. Und aus allen anderen Ländern. Aber Russland ganz speziell. Und Gott sagt, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und das sollte geschehen in zwei Phasen. Vers 16, siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, dass sie sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen. Von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Die dramatische Heimkehr des jüdischen Volkes in der Endzeit, insbesondere aus Russland, sollte geschehen in zwei Phasen. Zuerst eine Fischerphase, dann eine Jägerphase. Nun, die moderne jüdische Geschichte kann man einteilen in zwei Phasen. Ab 1750 haben wir die Phase des Zionismus. Bedeutende Persönlichkeiten des Judentums haben begonnen, Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben, um Juden in aller Welt zu motivieren. Wir brauchen eine Lösung der Judenfrage. Wir werden überall verfolgt, einfach weil wir Juden sind. Sogar wenn wir nicht mal religiös sind. Wir werden einfach verfolgt, weil wir Juden sind. Wir brauchen eine Lösung der Judenfrage. Wir sollten wieder heimkehren ins Land der Väter. Und sie versuchten, sie zu motivieren. Und schließlich kamen sie auch zu dem Zionistenkongress 1897, der erste Kongress in Basel, in der Schweiz. Theodor Herzl war auch so ein Fischer. Und das hat eine gewisse Wirkung gehabt, aber dann kam eben die Jägerphase. Und das hat begonnen mit den Verfolgungen der Juden in Russland. Das führte zur ersten Einwanderungswelle 1882. Furchtbare Pogrome gegen die Juden. Und das hat überhaupt diesen Aufbruch, nach Hause zu gehen, richtig ausgelöst. Und so kam dann später Hitler und er hat die Juden massenweise aus Europa heimgejagt ins Land der Väter. Und man muss rückblickend sagen, Verfolgung war der Hauptgrund für die jüdische Heimkehr aus aller Welt. Das Fischen hat nicht so viel gebracht. Schon etwas. Aber der Haupterfolg lag in den Jägern. Und es war wirklich so, zuerst haben wir in der Geschichte die Fischerphase und dann die Jägerphase, die dann schließlich sogar zur Staatsgründung Israels 1948 geführt hat. Und auch da spielt also Russland sowohl im Zusammenhang mit der Fischerei als auch mit der Jägerphase eine bedeutende Rolle.
Nun lese ich nochmals Hesekiel 38. Wie wird dieses Land im äußersten Norden namentlich genannt? Vers 2. Gott sagt zu Hesekiel, und das eben im 6. Jahrhundert vor Christus. Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog vom Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn. Der endzeitliche Führer dieser Nation im äußersten Norden heißt Gog. Und er ist der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Mesech, das konnte man schon in der Zeit von Hesekiel lokalisieren. Die Griechen nannten dieses Volk die Moschoi. Mesech, Moschoi. Man muss auf die Konsonanten achten. Die Vokale, die können schnell von Sprache zu Sprache ändern. Die Moschoi waren ein Volk, das lebte im Gebiet zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Und dann auch Tubal, auch ein Volk im Bereich zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Und in 1. Mose 10, da werden ja die Söhne Noahs aufgelistet und 70 Namen insgesamt von all den Vorfahren der Menschheit. Und bei Japhet heißt es in 1. Mose 10, Vers 2, die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras. Gomer ist der Vater der Kelten und Germanen. Dann haben wir, einfach zu identifizieren, die Madai, das sind die Meder. Und dazu gehören unter anderem die Millionen von Kurden. Das sind die Meder. Javan, das ist das alttestamentliche Wort für Griechenland. Also von Javan stammen die Javanim ab, die Griechen. Und dann haben wir auch Tubal und Mesech. Und eben, die haben sich angesiedelt in dem Bereich zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Aber da ist mehr. Er wird genannt der Fürst von Rosch. Und Rosch können wir nicht identifizieren in 1. Mose 10. Sein Name, den wir dort nicht finden. Was haben wir zu verstehen unter Rosch? Nun, wir werden gleich sehen, das ist ein prophetischer Name. Genauso, ich möchte eine Parallele aufzeigen, wie Jesaja um 700 vor Christus prophezeit hat von einem Mann mit Namen, der damals gar noch nicht lebte. Und in Jesaja 44, Vers 28 heißt es über Gott, der von Koresh spricht, mein Hirte, und der all mein Wohlgefallen ausführt. Und zwar, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut, und vom Tempel, er werde gegründet. Aber weit über 100 Jahre später taucht in der Geschichte einer auf, der heißt im Persischen Kurusch. Das wurde der Gründer des großen Medo-Persischen Weltreiches. Und dieser Mann hat Babylon erobert, 539 vor Christus, also weit über 150 Jahre nach Jesaja, und hat dann den Juden gesagt, ihr dürft wieder nach Hause kehren und ihr sollt die Stadt Jerusalem, die damals in Trümmern war, wieder aufbauen und auch den Tempel. Also eine gewaltige Prophetie. Zur Zeit von Jesaja war Jerusalem noch stehend und der Tempel noch stehend. Aber hier wird vorausgesagt, ein Mann namens Koresh wird kommen und wird dann sagen,
Jerusalem soll aufgebaut werden und auch der Tempel. Koresh auf Hebräisch, im Altpersischen hat man gesagt Kurush. Und die Griechen haben ihn genannt Kyros. Ja, aber man muss immer auf die Vokale achten. Und manchmal ein S kann in anderer Sprache ein Sch sein. Wie zum Beispiel auf Arabisch sagt man Salam für Hallo, Friede. Auf Hebräisch sagt man Shalom. Ein S. Im Arabischen entspricht oft im Hebräischen ein Sch-Laut. Ja, darum Kyros und eben Persisch Kurush. Ja, der langen Rede kurzer Sinn. Rosh, was ist damit gemeint? Wir müssen die Geschichte Russlands zusammen anschauen. Dieses Rosh gab es in der Zeit von Hesekiel nicht. Und da mussten wir noch lange warten, bis sich das begann zu formieren. Und zwar gehen wir ins 8. Jahrhundert nach Christus. Da sind wir im Mittelalter. Da sind Stämme aus Schweden, sind da rübergegangen auf das Gebiet des heutigen Russlands. Und die haben, weil sie ausgezeichnete Ruderer waren, die haben begonnen, über die Flüsse bis zum Schwarzen Meer, also die Flüsse in Osteuropa, runter bis zum Schwarzen Meer, haben die begonnen zu befahren und Handel zu treiben. Und so haben diese schwedischen Stämme Handel getrieben mit dem Byzantinischen Reich. Das ist also das Oströmische Reich, das damals noch bestand. Und wurden sehr, sehr erfolgreich. Und sie haben begonnen, sich mit den Ostslawen zu vermischen. Und sie haben sogar die Führung übernommen. Und so entstand im 9. Jahrhundert dieses Reich, was man hier auf der Karte sieht, rot. Und das nennt man das Reich der Rus. Und zwar ein führender Stamm aus Schweden hieß eben der Stamm der Rus. Und wir werden jetzt sehen, das entspricht dem Rosh in Hesekiel. In dieser frühen Zeit, hier sehen wir jetzt die Karte von Rus um das Jahr 1000, da spielte gerade die Stadt Kiew eine führende Rolle. Darum, Geschichtsschreiber sprechen dann manchmal nicht nur über Rus, sondern über die Kiewer Rus, weil Kiew führend war. Aber später verschob sich das Machtzentrum nach Moskau. Und so war schon in der frühen altrussischen Geschichte ein Wettbewerb. Wer ist wichtiger? Kiew in der heutigen Ukraine oder Moskau im heutigen Russland? Aber das war eben zusammen. Das muss man verstehen. Aber es gab innerhalb des Reiches diesen Wettbewerb, kann man sagen. Und nun, Sie waren hier auf der Karte mit den Pfeilen das Gebiet von Meschech und Tubal. Vor 2000 Jahren waren die dort. Und die haben sich natürlich auch im Lauf der Geschichte ausgebreitet. Und dann haben wir noch den Begriff Magog, das Land Magog. Josephus Flavius vor 2000 Jahren sagt, Magog, das ist das Reich der Skythen. Und das ist dieses Gebiet, also nördlich vom Schwarzen Meer, aber weiter darüber hinaus bis nördlich vom Kaspischen Meer, ja, das ist Magog. Ja, also hier alles. Und wenn wir jetzt das alles zusammennehmen, Rosh, Mesech, Tubal, Magog, dann haben wir dieses Gebiet.
Und der Höhepunkt, die Blütezeit dieses altrussischen Reiches namens Rus. Übrigens, in die alten Griechen haben es genannt Ros. Das ist genau der gleiche Ausdruck wie in der Septuaginta, der ältesten Übersetzung des Alten Testaments aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Die haben in Hesekiel Rosch übersetzt mit Ros. Also Ros, Rus, Rosch, ist alles dasselbe. Die Blütezeit dieses altrussischen Reiches war im 11. Jahrhundert. Übrigens, bereits im 10. Jahrhundert wurden sie christlich. Und zwar war eben das Byzantinische Reich, das Oströmische Reich, militärisch sehr in Bedrängnis. Und die haben die Rus zu Hilfe gerufen. Und dann wollte der Herrscher der Rus eine Belohnung dafür. Und zwar wollte er eine Frau aus dem Königshaus. Und dann haben wir gesagt, ja, das geht, aber zuerst muss er Christ werden. Und über diese Heiratsverbindung wurde dann die Rus christianisiert, und zwar eben in orthodoxer Weise, wie man sagt, russisch-orthodox. Da kommt daher. Aber später in der Geschichte, gerade im 13. Jahrhundert, kam dieses Reich sehr, sehr stark unter Druck durch die Mongolen. Aber später konnte sich das wieder erholen. Und hier sehen wir, wie sich dann eben das Reich der Rus ausgedehnt hat in Phasen. Wir sehen zuerst dunkelgrün um 1500, dann etwas helleres Grün, aber immer noch dunkel, ja, um 1600 und dann 1700 bis ganz in den fernen Osten. So hat sich das ausgeweitet. Und hier sehen wir eine Karte der Phasen der Ausweitung von 1613 bis 1914, Beginn des Ersten Weltkrieges. Und da sehen wir, da hat Russland sich sogar ausgebreitet bis nach Alaska, also bis nach Amerika. Ja, das ist eben dieses riesige Reich. Und wir haben gesehen, dass eben viele Juden in der vergangenen Geschichte dort Wohnsitz genommen haben in ihrer weltweiten Zerstreuung. Und ich lese aus Psalm 120 und danach gibt es eine kurze Pause. Psalm 120, da haben wir einen Psalm der 15 Stufenlieder. Stufenlieder heißt eigentlich im Hebräischen Lieder der Hinaufzüge. Und diese Psalmen sprechen über die endzeitliche Heimkehr nach Zion. Und da hören wir in Psalm 120 die jüdische Stimme in der Zerstreuung. Und da heißt es in Vers 5, wehe mir, dass ich weile in Meschech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Also Meschech weist uns hin auf Russland. Und Kedar weist uns hin auf die arabische Welt. Und in der Geschichte der Zerstreuung der Juden haben die Juden in den arabischen Ländern eine ganz wichtige Rolle gespielt und die Juden in Russland eine ganz wichtige Rolle gespielt. Aber hier sagt der Psalmist prophetisch, wehe mir, dass ich weile in Meschech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden. Aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Da wird das Kriegsproblem unter den arabischen Nationen angesprochen. Und wir sind auch heute Augenzeugen, wie in der arabischen Welt gekriegt und gekämpft und geschlachtet, abgeschlachtet wird. In Syrien. Und was die Hisbollah im Libanon macht und die Hamas im Gazastreifen und was
geschieht in Jemen und das im Kampf gegen Saudi-Arabien und gegen die Arabischen Emirate. Lange hat meine Seele als Fremdling, sagt das Hebräische, bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Und Meschech ist für Krieg. Das sehen wir auch heute. So aktuell. Ja, an dieser Stelle machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause.